So Leute, es geht weiter mit der Pokémon Blali Platin Nuzlocke Challenge. Ja, ich habe jetzt meine Pokémon geheilt. Moment, so. Janmega habe ich noch nicht ins Team genommen. Der Grund ist, weil es noch keine guten, besser gesagt brauchbaren Attacken drauf hat. Ich muss erst warten, bis ich halt so auf Level 50 Bereich bin. Besser wäre es natürlich noch 60. Aber dann glaub mir, das ist dann echt ein starkes Pokémon. Wobei, so lange werde ich dann auch nicht behalten, weil... Ich meine, es ist stark, aber so stark, dass ich damit sehr weit kommen werde. Man kann sich darum streiten. Ich meine, es hat eine Anfälligkeit gegen Gesteinsattacken und zwar das Vierfache. Und das ist halt nicht gut. Und ja, viel geredet. Wir beginnen mal erstmal richtig mit dem Kampf hier, wobei ich das schon eh gemacht habe. Oh, Schutzschild. Warum, ehrlich, warum? Soweit ich weiß, kann das, boah. Okay. Machen wir es dann mal gleich so wieder. War ich jetzt... Echt unnötig. War ich jetzt stehen geblieben? Soweit ich weiß, erlernt das Luftschnitt erst ab Level 57 war das? Was so in dem Bereich? Und Käfergebrumm auch ziemlich... Oder war es 54 und 59? Muss man nochmal nachgucken. Also auf jeden Fall schon relativ spät, würde ich sagen. Wow, okay, das sind Pokémon, die man nicht unterschätzen darf. Deshalb würde ich lieber doch tauschen hier, Biene. Ja, aber nur zu wem? Das ist die große Frage. Kuma. Ja, der hat ja noch schlimmere Verteidigungswerte als der Biene. Deshalb meine ich ja, ich habe hier ziemlich Lücken. Deshalb würde ich mal so machen, dass ich mich heile. Ja, doch, ehrlich. So, und Supertrank. Okay, und dann einfach mit Funkensprung auf. Ich glaube, wer ist denn schlimmer von den beiden? Ich glaube, Krebutak ist schlimmer. Soll ich lieber auf Krebutak gehen? Aber auch wenn es ihn eh nicht besiegt. Ein Crit! Glück gehabt. Gut so. Okay. Metaklau. Oh, gut. Sieht nicht viel ab. Okay, das ist jetzt schlimm. Das ist einfach beide auf ihn rauf, dann soll es auch besiegt werden. Einmal so und einmal Funkensprung. Bams. So muss es doch sein. Okay. Level up. Oh. Okay, gar nicht so schlecht. Ja, hier Zwillinge, Tara und Mara. Keine Ahnung, ob da Mara stehen. Stand. Oh. Da können wir mal tauschen. Nein, nicht auflockern. Zu Arbok. Ehrlich, er ist auch nicht gerade brauchbar. Weil er ist gar nicht so schwach, nur seine Attacken sind ziemlich blöd, finde ich. Ja, deshalb. Ne. Mal gucken, was Sandan. Ja, auch blöd. Ich bleibe einfach mal drinne. Mal gucken, was für eine Attacke einsetzt. Oh. Okay, zieht eh nicht viel ab. Gyrosball. Nimm es dafür Gyrosball. Oh, sonst schon. Okay. Bringt eh nicht viel. Okay, das müssen jetzt, das ist bestimmt Sandama einsetzen. Ah, wie soll ich denn? Das ist jetzt hier die große Frage. Ich glaube, ich setze einfach mal Fettkopf ein. Weil das Erdbeben drauf hat. Ja, ist auch blöd, oder? Ne, ich glaube nicht, dass es Erdbeben hat. Und da der Samstag ein Spiel ist, zieht auch Erdbeben bei mir viel mehr ab. Ne, ich hoffe es einfach nicht, dass es Erdbeben drauf hat. Oh. Ja, von mir aus egal. Ich meine, ich habe genug Verteidigungspunkte. Sollte zumindest die Hälfte abziehen. Ja, so Sandam hat auch schon relativ viele Verteidigungspunkte. Ah, Zornklingel. Wenn man, sollte ich weiß, bei Zornklingel war das so, dass bei mehr Einsätzen verdoppelt sich mal der Angriff. Also, ja, aber ist eh unnötig sowas. Huh, 46. Okay, weiß ich, hat ja noch ein Pokémon auf Lager. Sengo. Ich glaube, ich bleib mal drinne. Also, auch wenn meine Verteidigungspunkte jetzt gesunken sind, sollte ich trotzdem unnötig. Ja, der Samstag ist noch ein Spiel. Ähnlich wie abziehen auch schon wieder. Verteidigung. Keine Ahnung, was die Chance ist, dass meine Verteidigungspunkte sinken. Ich würde sagen 40-50%. Boah, ehrlich, mit Samstag ist der Hammer. Okay, ja, und gut, dass ich nicht mal Samstag eingesetzt habe. Habe ich keinen Zug verschwendet. Superschutz. Okay. Oh, Aroma Lady. Das sollte ich doch lieber Biene nach vorne schicken.
Das ist doch eine Armut. Na. Ich kann hier mit, richtig mit dem Fahrrad umgehen. Ja, ich bin ein Kind, ich kann nicht mit Fahrrad umgehen. Okay, mal gucken, was es jetzt zu Pokémon hat. Rettern. Wach. Jetzt kommst du mit Gift-Pokémon oder was? Von mir aus. Aber ich glaube nicht, dass. Ah, doch. Obwohl Bedrohung im Spiel war. Ich bin das. Jetzt setz mal Fettkopf ein. Ja, auch wenn jetzt meine. Auch wenn das auch wahrscheinlich bedroht, sollte ich trotzdem besiegen können. Oh, doch, kein Bedroher. Okay, gut für mich. Kann das überhaupt Bedroher? Okay, aber kann auf jeden Fall Bedroher. Ob wie bitte es kann, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Ja, locker ein One-Hit. Okay, ja, ich werde trotzdem mal dann auch wenn, jetzt, auch wenn gleich meine. Ja, mein Angriff gesenkt wird. Wahnsinn. Die Fähigkeit, ja, ja, meine Fähigkeit ist jetzt unterdrückt worden. Ist eh nicht schlimm. Ach, so muss es auch sein. Okay, oh, eine gewisse Person, meine Freundin, ja, sagte, ich solle nicht immer so soll es sein, sagen, aber das ist so eine Angewohnheit von mir geworden, deshalb versuche ich es mal zu unterdrücken. So, ich glaube, erstmal sollte ich mal Blitz hier nach vorne bei dem Doppelkampf und dann noch, ja, Arbok, ja, ich schicke mal auch Arbok nach vorne, aber erstmal, nein, nicht so, so, okay. Dann machen wir mal so, ja. Okay, ja, die sollten jetzt auch nicht so stark sein. Hoffe ich mal. Okay. Ja, ja. Kann ich mich anschauen? Joho! Ja, ist es jetzt Brook aus One Piece oder was? Oh, joho! Okay, mal gucken, was ist das Pokémon? Ah, okay. Sowas in Art. Dann würde ich mal sagen, gehen wir erstmal auf Nido. Ah, Nido. Ja, also weiblich. Und ja, aber es hat. Ich glaube, ich sollte immer nur auf ein Pokémon gehen. Deshalb machen wir es mal. Oh, rechte Hand. Macht gut. Aber Babs. Oh, nicht mal besiegt. Was ist denn das? Ich glaube, ich sollte mal einfach hier Jaula einsetzen. Und Knirscher. Ja, wieder auf das weibliche. Ja, von mir aus zieht es eh nicht so viel ab. So. Ich mach's glaube ich zweimal und dann wechsle ich auch wie bitte es. Weil, dieses eine Nido, also. Oh, Nido King schon? Ach, stimmt, ja, verdammt, da haben wir gar nicht gedacht, dass es ja auch noch ein Bodentyp ist. Ah. Nee, ich bleib mal drinne. Ich habe keine andere Wahl. Jetzt mal einfach. Ich geh mal auf. Ja. Oh! Nein, warte, das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. War ja klar, dass ich vergiftet werde. Oh, oh. Puh. Okay. Ja, perfekt sogar. Okay, dann finde ich, sollte nochmal so auf Biss gehen. Und ja, ja, Arbok. Ach ja, ach ja. Setz ich einfach mal Fettkopf ein. Okay. Ja, gut so. Ja, ich wusste eh, dass es besiegt wird, weil, oh, gutes Level anscheinend. Da ist. Ich bin gerade verpeilt. Da ist ja seine Verteidigungs. Da seine Verteidigungspunkte gesunken sind. Ja, ich tausche jetzt mal zu Biene um. Und dann setze ich Erdbeben ein. Okay. Ja, sollte ich trotzdem nicht besiegen. Ja, ihr seht ja, meine Verteidigungspunkte sind der Hammer. Okay. Einmal so. Und. Boah, ehrlich, Fettkopf ist so geil. Ehrlich. Ich meine, guckt euch das mal an. So ein Nido Queen einfach besiegen mit Erdbeben. Okay, ich war ja sehr effektiv, aber dennoch. Okay, jetzt kommt noch Nidorina ins Spiel. Und Nidorino. Okay. Was soll ich denn noch machen? Ich will auch nicht jetzt nicht mit Biene vergiftet werden, deshalb. Ja, ich setze einfach mal auflockern ein zu Nidorino. Ja, bisschen unnötig, aber. Na egal. Oh, rechte Hand. Ah, zu Nidorino. Ja, beide setzen rechte Hand ein, ehrlich. Wie blöd kann man sein. Okay. Ja, eine simple, aber geile Kombination halt, ja. Mit Erdbeben, mit Doppelkämpfen. Immer wieder gut. Bam. Oh, schon wieder ein Level up. Und guckt euch das an. Ehrlich. Geile Werte, geile Werte. K.
Okay, natürlich nicht die besten, aber ich glaube, ich sollte mal meine Pokémon heilen. Ja, ich bin ja auch noch hier vergiftet. Ist auch blöd. Ach, nervt, nervt, nervt. Okay. Ja, ab sofort, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ist jetzt wirklich, kann ich ja speeden, dass ich immer gucken werde, ob ich bei der Route schon was gefangen habe. Ich meine, ich habe schon zwei Fehler gemacht. Moment, ich überlege. Oder waren es schon? Es waren sogar drei Fehler schon. Und das darf ich mir echt nicht leisten. Ne, leisten. Naja. Wenn ich es natürlich früh genug erkenne, dann ist es ja nicht schlimmer, aber ansonsten lieber nicht. Okay. Er, sie? Ich glaube er. Oh, doch nicht. Er kann ja sein, dass ein. Er ist mit Langhaaren. Weiß man ja nie. Oh, das ist hier. Rohort. Das ist halt wie Genesung nur für Flug-Pokémon. Und das Gute ist ja, dass er Rohort einsetzt, so gesagt kein Flug-Pokémon in der Runde mehr ist. Also beispielsweise. Jetzt, ich setze mit Schallboss, wo bin ich denn gerade hier? Ah, ich bin nochmal auf der Route. Ah, okay. Beste mich, holen wir uns mal ein bisschen. Also, dann wir jetzt Rot ein. Dann kommt ein Donnertyp, oder egal, was für ein Typ. Setzt Donnerblitz ein, dann ist es nicht sehr effektiv. Und das ist ja das Gute dran. Hä? Ach, die will gegen uns kämpfen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Vonera. Moment, Moment. Wer kann denn jetzt noch trainiert werden? Ich setze mal Arbok ein. Ja, ich meine. Ja, das ist echt. Ich hoffe, es hat auch Haitara. Oh, Charm. Ja, das ist blöd. Egal. Einfach so sollte ich schon die Hälfte abziehen. Oh, sogar besiegt, ja. Ihr seht, was für Verteidigungswerte. Chanera, ja, bleiben wir noch drin. Bleiben wir noch drin. Mein, diese Erfahrungspunkte. Einfach nur geil. Okay. Jetzt. Ja. Ah, ja, Bombe. Oh, ich habe ja Angst, er sieht so viel ab, aber das schon der miserable Angriff und Verteidigungswerte hat überhaupt gar kein Problem. Okay. Oh, Neiteira! Perfekt. Aber es sollte trotzdem. Ja, soll ich Angriff reinsetzen? Nö, lass ich es einfach. Okay, ich glaube ein Drittel. Oh, oh, ein Crit. Ja, ein Crit. War klar. Und. Ah, verdammt, ich hätte schon wieder noch ein Level abbekommen. Ne, krieg ich hier nicht Milch oder so? Oh, holen wir uns mal ein bisschen. Kumo-Milch erhalten. Ja, könnte ich auch ein Dutzend holen? Oder habe ich jetzt einfach nur. Ah, ein Dutzend da. Okay. Ich glaube, ich sollte mir noch ein Dutzend holen. Ich meine, 100 KP ist immer gut. Okay, das sollte reichen. Kumo-Milch erhalten. Ja, du bist ein Pokémon-Sammler. Oder was auch immer du gesagt hast, was mit Honig. Papyro, Papyro, Papyro. Okay. Ah, Hockensprung sollte es erledigen. Oh, oh, doch nicht? Hm. Okay, stell, ich bin ja gerade nicht der Stärkste im Angriff. Ja, hätte ich so einen Spitzangriff vom Typ Donner, ehrlich. Das ist ja richtig gut. Ich weiß jetzt gerade nicht, wann es die Attacke lernt. 47? 48? Junglut. Ah, okay. Dann weiß ich, wie es aussieht. Junglut, Pampyro und, oh nein, stimmt. Dann kommt wahrscheinlich noch Marschalk ins Spiel. Ja, aber trotzdem sollte ein One-Hit werden. Map locker locker. Okay, welches kommt jetzt? Igelava, okay, es hat einen Feuertypen. Ja, setz mal Fettkopf ein. Und dann wahrscheinlich noch ein Glutex so. Ja, müsste so sein. Okay, ein Erdmann soll es besiegen. Flammwurf. Aber wird eh nicht viel abziehen. Okay. Boah, jetzt noch so ein Tornupto. Nicht, weil es cool aussieht. Ja, natürlich, es sieht cool aus, aber eher weil, ja, Erfahrungspunkte. Und da, so, da lohnt aber auch nicht gerade bedrohlich für meinen Fettkopf. Ehrlich, ich würde es gerne Riesenkopf nennen, aber ja, Namen ändern lieber nicht. Das ist einfach fair. Ich meine, die Pokémon haben doch auch Gefühle. Oh, das ist Bruno, Bruno. Ach, Bruno, du hast dich gehen lassen. Ich dachte, du wärst so muskulös, der aus der Top 4. Aber ja, das sieht ziemlich gehen lassen. Oh, jetzt kommen noch Wassertypen. Oh, verdammt. Hm. Ne, ich bleib mal drinne. Ach, Schutzschild, ehrlich. Oh, ich hab eine Idee. Moment, jetzt nochmal Schutzschild. Na, okay, nicht nochmal Schutzschild. Okay, 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 okay. Hätte ich doch lieber getauscht. Von Anfang an. Aber, oh. Na doch, setz ich nochmal Biene ein. Nee. Bodycheck. Okay. Oh nein, nicht! Oh, Glück gehabt. Warum habe ich jetzt gerade Flügelschlag eingesetzt? Ich
Verdrück einsetzen. Und ja, gut so. Morabe kann ja ziemlich lästig werden. Blitzprin. Ja, da können wir mal Blitz eintauschen und dann lieber einen Trank geben. Ja, ich meine, man weiß ja nie. Blitzprin, Blitzprin. Okay. Ja, gehen wir mal einfach so einen Trank. Ich kümmere mich. Ja, bringt dich nicht. Verpool, ehrlich. Ich stelle eh nicht viel ab. Sogar, ja, okay, das zieht auch nicht ab, dieser, wenn ich gefangen bin. Ich habe ein 16. war das. Beziehungsweise ist das jetzt. Sherlock, Sherlock, Sherlock. Ah, wir bleiben mal drin. Auch wenn es, glaube ich, nicht gewonnen wird. Ich könnte drum wetten. Mal gucken, ob ich die Wette gewonnen hätte. Ja, ist ja so klar, auch keine Ahnung, warum ich mich darüber freue. Wir haben schon längst überzogen. Ja, machen wir es noch schnell, ist ja klar. Ich habe mich nicht mittendrin verabschieden hier. Thürakopf. Oh, das erinnert mich dann, dass unser Rivale noch kommen wird. Irgendwann, irgendwann. Okay, Fuchtler. Mein Gott, noch ein Crit. Ehrlich, einfach nur blöd. Na gut, das hätten wir auch. Heißt er Andolin? Okay. Und dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich hier. Ja, hier bei dem schönen Kaffee. Naja, Kaffee, Mumu-Milchladen. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal.